Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute gibt's das Gamescom-Video. Ja, wir sind schon seit gestern hier, heute ist Dienstag und wir werden heute den ersten Tag auf der Gamescom sein. Da werden wir euch natürlich wieder mitnehmen und ich bin hier wieder mit meinen Kumpels, die sind jetzt gerade schon unten, warten auf mich. Ich drehe jetzt noch kurz das Einleitungsvideo. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns gerade hier in unserem Zimmer. Diesmal ist es ein bisschen kleiner, aber es reicht auf jeden Fall zum Schlafen. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Wir haben gestern schon, sagen wir mal, die Ankunft genossen. Und hier, das ist in der Kölner Innenstadt mal wieder direkt. Hier sieht man die Straße, hier fahren sie alle vorbei. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht, wegen Spiegelung und so. Und viel mehr will ich euch auch gar nicht voll quatschen. Wir gehen jetzt runter, jetzt geht's los. Sorry, wenn ich ein bisschen verpeilt bin, aber wir haben heute, glaube ich, 4 Stunden oder so gepennt. Und ich habe gestern das erste Mal Tequila getrunken, also... Verzeiht mir das bitte. Gut, auf jeden Fall, los geht's. Ich weiß nicht, ob man uns hört, aber wir müssen leise sein. Es ist 3 Uhr. 3.05 Uhr. Ja, 3.05 Uhr. Wir befinden uns im Hotelaufgang und wir hören hier gruselige Geräusche. Wir sind eben mit dem Aufzug in den 3. Stock gefahren und haben uns dadurch diese Treppe gespart. Wer weiß, wie viel Gefahren auf uns lauert. Und jetzt wollen wir das Hotel weiter erkunden. Seid dabei. So, Daniel. Ich bin bei dir. Jetzt hier. Ich bin bei dir. Warte. Wir haben Zimmer 317. Wir hören hier das Schnarchen. Oh, shit. Und das Hotel an sich? Ja, ist echt ein bisschen gruselig. So ein bisschen wie ein Horrorfilm. Es ist halt wirklich. Es ist fast wie ausgestorben. Ja. Und es ist auch so komisch beleuchtet hier überall. Bestimmt was. Es geht noch höher, Daniel. Es geht noch höher. Ach du Scheiße. Hier ist das Fenster auf. Das heißt, hier müssen noch andere Menschen sein irgendwo. Wo sind wir hier? Oh shit. Oh shit. Also wir haben echt schon gedacht, es geht nicht mehr schlimmer, aber anscheinend... Was? Was? In meine Hand. Daniel? Ich glaube... Die Pflanze wurde nicht gegossen. Sie, oder ist die fake? Oh nein. Gott. Sie ist... Künstlich. Eine Sitzgelegenheit.
Lecker. Das ist eine Gelegenheit zum Sitzen. Was haben wir hier? Was ist hier? Was ist das, Daniel? Was ist ein das? Ein Kronleuchter. Oh, nee. Und Daniel, hier sind Türen, wo keine Nummer dran steht. Soll ich es fragen? Wo fühlen Sie? Soll ich es fragen? Ich habe jetzt echt Schiss. Okay. Dann muss ich anfangen. Ich will zumindest. Ja, sie ist zur Hälfte verriegelt. Zur Hälfte? Da ist das Symbol. Das heißt, da drinnen muss jemand sein. Da halt auch nicht oder nur eine halbe Person. Es ist nur eine halbe Person. Leute, ich weiß nicht, was hier abgeht. Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal wiedersehen werden, aber... Aber da ist das Dachfenster. Ja, das hatten wir schon. Ich glaube, das hier wird hier unser Notausgang sein. Okay. Und die Katastrophe ist unausweichlich. Wir versuchen jetzt wieder... wir versuchen jetzt... Der Abstieg? Meinst du die Wahl? In unser Zimmer zu kommen? Ja, bedenke. Der Aufzug war sicher. Die Treppe, wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir wissen nicht, was auf der Treppe ist. Wir wissen es einfach nicht. Das heißt, wir werden jetzt wieder zum Aufzug. Den habt ihr noch nicht gesehen. So, bleibt am Ball. So Leute, wir befinden uns jetzt wieder am Aufzug, am besagten. Der Zug, der uns aufnimmt. Wir betätigen jetzt... Warte, nein, ich glaube, der ist schon bei uns, oder? Wir brauchen ihn nicht mehr rufen. Schon da. Wir betreten den Aufzug. Daniel! Mach keinen Scheiß. Ja, sehr spannend. Mach keinen Scheiß. Gut. Noch. Wir drücken jetzt die Taste 2. Weil L. Was geht hier ab, Leute? Mein Gott. Ich habe das Gefühl, wir sinken. Wir sinken. Oh mein Gott. Jetzt seid ihr zwei an. Ist es auch die zwei? Alles ist dunkel. Drücken. Max, sei vorsichtig. Wir sollen eigentlich nicht... Diesen Tür drücken. Also umarmen wir sie? Probieren wir es aus. Gemeinsam. Ja. Okay. Wir umarmen es. So, Leute. Oh, shit. Wir sind wieder auf unserer Station. Hier seht ihr die Treppe. Wir wissen nicht, was da uns erwartet hätte, wenn wir die genommen hätten. Deswegen haben wir einfach den Aufzug gewählt und jetzt werden wir wieder versuchen, auf unser Zimmer zu gelangen, Daniel. Das sind komische Skulpturen an der Wand. Oder eine Kunst. Oder doch ein Ausgebot der Hölle. Vor Stufe? Stufe? Ja, ich hab sie. Hier eine dieser komischen Treppen. Aber was uns jetzt erwartet, ist das Schlimmste. Genau, wir müssen noch einen kleinen Flur passieren. Wer weiß, was uns erwartet. Man kann es sich nicht ausmalen. Bleibt am Ball. Wir sind jetzt hier an diesem mysteriösen Flur. Gehst du vor, soll ich fix? Ist gut. So, und wir haben schon viele schreckliche Geheimnisse hiervon gehört. Ich hoffe, sie sind nicht wahr. Ich klopfe mal. Shit. Max? Ja? Es ist... Mein Gott. Es ist... Was? Ein Vincent. Oh, was ist das? Wir schalten schnell ab.